Ich trank an der Bar so für mich einen Whisky. Da spürte ich, da schaut mich wer an. Es war eine Frau mit den herrlichsten Augen und ich bat sie zu mir heran. Sie erzählte und lachte und bald fing ich Feuer und merkte, sie macht es mir leicht. Ich dachte, warum nicht? Ein Barabenteuer ist süß und gefährlich für alle zugleich. Die Türe ging auf und ein Mann trat zu ihr, der war so groß und so breit wie ein Bär. Ich dachte, dass ich nun meine Zähne verliere, doch der Blick seiner Augen war leer. Er stand und ich sah seine Hände, die zittern, und die Not war bei ihm oft zu Gast. Dann sagte er rau, seine Stimme klang bitter, diese Worte, die ich nie vergaß. Musst du jetzt gerade gehen, Lucille? Unsere Kinder sind krank und die schulden so viel. Du hast geschworen, du bist die Frau, die das Leben mit mir teilen will. Musst du jetzt gerade gehen, Lucille? Er zog seinen Ring ab und warf ihn zu Boden, dann ließ er uns beide allein. Ich ging zur Theke, um Whisky zu holen, und fühlte mich schlecht und gemein. Sie war eine Schönheit mit herrlichen Augen, doch mit ihr gehen wollte ich nicht. Denn was sie sagte, das konnte ich nicht glauben, und es klang mir im Ohr, wie ihr Mann zu ihr spricht. Musst du jetzt gerade gehen, Lucille? Unsere Kinder sind krank und die schulden so viel. Du hast geschworen, du bist die Frau, die das Leben mit mir teilen will. Musst du jetzt gerade gehen, Lucille? Musst du jetzt gerade gehen, Lucille? Unsere Kinder sind krank und die schulden so viel. Du hast geschworen, du bist die Frau, die das Leben mit mir teilen will. Musst du jetzt gerade gehen, Lucille? Musst du jetzt gerade gehen, Lucille?